Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Heute, ja, gibt es eine leckere, selbstgemachte Lasagne. Mal auch ein bisschen anders, würde ich mal sagen. Also anders als sonst. Und zwar diesmal wird es eine Tomaten-Paprikasoße. Und es kommt keine Bechamel-Soße, sondern eine Ricotta-Soße. Ja, also mal ganz anders. Also als das, was ich bisher gemacht habe. Aber ich glaube, das wird trotzdem gut. Ich mache auch meine Nudelplatten wieder selbst. Aber das ja, kommt dann ein bisschen später. Und ich mache also zwei verschiedene Soßen. Und einmal wird der Spinat, der hier noch gerade abtropft, gefrorener Spinat ist das. Deswegen dreimal mache ich jetzt im Thermomix was. Aber natürlich auch ohne Probleme, einfach im Topf möglich. Ja, aber ich habe hier zwei Schalotten, die sind noch ganz schön frech, die haben mir schon im Auge gebrannt. Und zwei Knoblauchzehen. Und wie immer für 5 Sekunden auf Stufe 5. In eigener Sache muss ich noch was sagen. Und zwar ist mir jetzt aufgefallen, dass bei mir auf dem Kanal vorher teilweise Werbung eingeblendet wird. Ich möchte nochmal sagen, mein Kanal ist nicht monetarisiert, ich verdiene da gar nichts dran und ja, das ist eine Sache von YouTube. Ich habe das nicht veranlasst, ich verdiene auch weiterhin nichts daran und es tut mir leid, denn mir war es eigentlich immer ein Anliegen, dass dieser Kanal ohne Werbung ist und ja, aber was jetzt YouTube macht, da kann ich mich natürlich nicht, ja, da sind mir die Hände gebunden, da kann ich nur entweder das jetzt akzeptieren oder aufhören. Ja, mal gucken. Deswegen geht es hier trotzdem weiter, jetzt erstmal zumindest. Und zwar für 3 Minuten auf Varoma und auf Stufe 2 wird das schon mal angedünstet. Und ich gebe hinzu 3 rote Paprika. Die habe ich natürlich schon gewaschen und entkernt. Und die schneide ich auch nur grob klein. Und bei mir sind das jetzt 542 Gramm des Paprikas. Und das wird jetzt nochmal für 5 Sekunden auch auf Stufe 5 zerkleinert. Und ich gebe hinzu 2 Dosen geschälte Tomaten, also 400 Gramm. Also 240 Gramm Abtropfgewicht oder so. Aber ich nehme natürlich die Soße ja auch mit dazu. Die gibt dann ja auch die gute Soße. Und das wird jetzt schon mal gewürzt mit meinem obligatorischen Teelöffel Pulbiber und mit Salz und Pfeffer. Aber Pfeffer jetzt nicht mehr so viel, weil Pulbiber ist ja schon etwas schärfer. Und einem Esslöffel Gemüsebrühe. Und ich sage schon mal gleich, das ist natürlich eine größere Menge, muss ich schon sagen. Aber A, mag ich ja gerne, wenn es wirklich richtig saftig ist. Und bei mir werden das 2 Lasagnen, was aber nicht nötig ist. Also wenn man eine große Lasagneform nimmt, das wird eine, aber sicherlich für 6 Personen. Aber ich mache halt 2, weil ich ja die Hälfte wieder weggebe. Und das wird jetzt auch nur noch mal kurz, und zwar für 5 Sekunden auf Stufe 4 vermengt. Alles nochmal runtergeschoben. Das sieht jetzt schon lecker aus. Und wird jetzt aber für 10 Minuten auf 100 Grad und auf Stufe 2 schon mal eingekocht. Die Tomatensoße ist jetzt schon mal soweit fertig. Ups. Und ich fülle mir die um. Wo da ja wieder mein grandioses Augenmaß versagt hat und es reichte nicht. Der Behälter. Und jetzt geht es an den Spinat, dass ich den schon mal vordünste. Also nochmal 2 Schalotten, 2 Knoblauchzehen, wieder 5 Sekunden auf Stufe 5. Wieder alles runtergeschoben und ich sag gleich, also den Topf, den habe ich jetzt gerade nicht gespült. Das ist egal. Also es wird ja sowieso hinterher in die Lasagne kommen, so die Tomatensoße zu dem Spinat. Also deswegen ist es vollkommen wurscht. Und hier gebe ich jetzt auch nochmal Olivenöl hinzu. Ja, bei mir sind das noch 14 Gramm gewesen. Dann ist die schöne Flasche leer. Ich habe aber noch eine. Aber 14 Gramm. Und hier meinen, das ist Blattspinat, aber ja, halt getaut.
Und das wird jetzt auch noch mal für 10 Minuten auf 100 Grad und auf Stufe 2 wird jetzt schon mal der Spinat auch angedünstet. Meine Augen tränen schon wieder von den Zwiebeln. Ja, aber ich sage, es sind viele Schritte heute, aber grundsätzlich, ich muss ja nicht dabei stehen, deswegen, ja, ist es okay. Und den Spinat habe ich jetzt auch gar nicht gewürzt, weil es kommt ja jetzt gleich noch die Ricotta-Soße und hier die Tomatensoße, die ist ja schon auch sehr üppig und die habe ich ja schon gut gewürzt. Und ja, deswegen, der Spinat kommt ja so dazwischen, der bekommt keine extra Würzung. Also auch die 10 Minuten sind rum. Ja, und das ist jetzt, ja. Spinat sieht einfach nie sonderlich attraktiv aus. Aber da kommt es halt wirklich auch mal nicht aufs Aussehen an, sondern auf die inneren Werte. Und das ist der Geschmack. Und den finde ich top. Also, auch das ist fertig. Und jetzt mache ich noch die Ricotta-Soße. Also im Normalfall ist das ja immer, dass man so eine Bechamel macht für eine Lasagne. Und das ist jetzt mal was anderes. Ja, und da habe ich 2 Becher Ricotta. Und ja, ich weiß nicht, ob der weniger Kalorien hat als jetzt eine Bechamel. Also das möchte ich nur wirklich nicht behaupten. Ja, schön wär's. Und 300 Gramm griechischer Joghurt. Der ist ja auch schön sahnig. Und die Soße, die wird jetzt auch nur noch gesalzen. Damit ein bisschen scharf. Also Pfeffer und 2 Teelöffel Oregano. Und das vermische ich einfach nur für 6 Sekunden auf Stufe 5. Also, diese Komponente auch schon wieder fertig. Den Thermomix kann ich jetzt ja, erstmal abwischen. Der hat nämlich hier schon ein bisschen gelitten mit der Tomatensoße. Oh, ist ja eingeschmoddert worden, deswegen. Ja, den kann ich wegstellen, denn jetzt geht es nämlich gleich um die Nudelproduktion. Wobei ich natürlich auch gleich sage, muss nicht sein. Kann man natürlich auch gekaufte Nudelblätter nehmen, aber ich bin hier berühmt und berüchtigt für meine selbstgemachte Pasta. Also nicht bei euch, sondern bei denen, die das jetzt gleich zu essen kriegen. Die erwarten das förmlich und deswegen mache ich mir die Mühe, die keine ist. Und nun ist es soweit. Ich habe wie immer 500 Gramm Semola sind jetzt schon hier drin. Ein Ei 55 Gramm. Und aufgefüllt auf 190 Gramm, also mit Wasser aufgefüllt. Und wie immer habe ich das erhitzt auf 40 Grad. Aber würde auch aus dem Wasserhahn gehen, wenn man es ein bisschen wärmer. Also ich finde, dass es ein bisschen besser ist, wenn man warmes Wasser nimmt. Ja, und ich gehe hier auf 2 und starte das Programm und fülle mir jetzt hier die Flüssigkeit ein. Ich lasse es jetzt also die 3 Minuten kneten und wenn erstmal wird das ja auswerfen, wobei am Anfang, wie gesagt, es ist ja immer nicht so schön das Ergebnis. Deswegen ich warte, bis sie mir gefallen, die Platten, und dann werden die nämlich direkt vom Pastamaker gleich in die Auflaufform reingegeben, die ich mir jetzt dann auch gleich schon vorbereite. Also ich habe hier 2 verschiedene, aber ich hätte jetzt, wenn ich jetzt Besuch bekommen hätte und hätte diese Menge nämlich gemacht, dann hätte ich hier nur die genommen, aber weil ich es in 2 aufteile, ja, muss ich es aufteilen. Und nun geht's los. Gucken wir mal, wann ich sie für gut befinde. Aber das sieht schon jetzt von Anfang an ziemlich gut aus. Ja, aber ein bisschen lasse ich es anwärmen. Und ich würde immer empfehlen, nicht sich vor den Pastamaker zu stellen. Ich hatte ja einen kleinen Pastamaker-Unfall und Gott sei Dank hier nichts passiert. Aber da hat es die Matrize zerschossen, was aber nur mein Fehler war. Ich war geistig umnachtet offensichtlich. Und ich kann nur sagen, hätte ich direkt davor gestanden, wäre ich wahrscheinlich erschossen worden. Ja. Also man sieht, hier ist er noch so ein bisschen löchrig. Deswegen, ich lasse es erstmal jetzt ein bisschen laufen, bis die Blätter richtig schön werden. Wobei, in der Lasagne wird das niemanden stören. Aber naja, einfach nochmal reinpacken, ist ja jetzt auch kein Drama.
Das ist das erste Läppchen, was ich jetzt abgeschnitten habe. Und ich glaube, jetzt gleich kann ich hier schon mal auf Pause gehen. Denn dann geht es hier mit der Füllung weiter. Ja, also Pause. Das packe ich direkt wieder rein. Und ich beginne jetzt erstmal mit der Ricotta-Creme, dass ich die unten reingebe. Und ich würde sagen, so ein Viertel der Menge, weil ich möchte oben damit dann ja auch nochmal abschließen. Das wird also einfach nur unten erst mal drin verstrichen und ich kann hier weiter auf Go gehen. Und immer wieder schneide ich mir jetzt das halt ab und ja, lege es mir hier in die Schichten. Ja, das ist natürlich jetzt erstmal ein bisschen Fleißarbeit, weil der ist nicht so schnell bei dieser Matrize und ja, erstmal warte ich jetzt, bis beide diesen Nudelbelag haben und dann geht es mit der nächsten Lage weiter. Die erste Schicht Pasta ist erledigt. Also das ist, wenn der dann wärmer ist, dann ging das jetzt auch wesentlich schneller, drückt er das raus. Und ich habe jetzt nur Pause gemacht, weil es ja sonst so laut ist. Ja, jetzt kommt meine Tomaten-Paprikasoße drüber. Und natürlich erscheint das ein bisschen viel, aber wie gesagt, in dem Fall viel hilft viel. Und es geht hier wieder weiter mit meinen Lasagneplatten. Die zweite Lage Pasta ist fertig. So, jetzt kommt nochmal Tomatensoße. Tomatenpaprika. Und ich verteile mir jetzt jeweils die Hälfte des, boah, Klatsch, des Spinats hier drauf. Ja, Spinat. Dadurch, dass ich das jetzt mit diesen zwei Auflaufformen mache, hätte Spinat jetzt wirklich ein bisschen mehr sein können. Aber wenn ihr das in eine Auflaufform macht, dann ist das für eine Schicht genau richtig. Und ich starte jetzt wieder und das wird jetzt die letzte Lage Lasagne-Blätter. Und ich habe jetzt zum zweiten Mal dieses 3-Minuten-Programm, also wo er nur auswirft. Es ist nur noch minimal in dem Pasta-Maker drin, also mit den 500 Gramm, das passt auch wirklich richtig gut. Und ja, ich habe dreimal das 3-Minuten-Programm und einmal das 12-Minuten. Also es ist schon ein bisschen zeitaufwendiger, aber ich finde, wenn man diese Nudelplatten, wenn man die vorkocht, das ist noch schlimmer mit dieser Friemelei, wenn man die wirklich kocht. Ich habe auch das nicht gemacht. Also ich habe die immer so einfach in den Backofen dann gegeben. Also diese Form mit den harten Platten, die sind ja vorgekocht. Ne? Aber ich meine nur, ich kenne Leute, die die wirklich dann nochmal vorher kochen, bevor die die verwenden. Und ich habe das genau einmal gemacht und habe mir geschworen, dass ich es nie wieder tue. Das war nämlich eine ordentliche Friemelei, weil die dann ja alle aneinander klebten und oh, furchtbar. Also auch wenn man wirklich dachte, es wäre viel zu viel gewesen, aber gut, es ist schon eine sehr saftige Angelegenheit, aber so wollte ich es ja auch. Und vor allen Dingen, wir wollen ja auch, dass das hier schön Flüssigkeit ziehen kann. Also die Platten. Ja, und jetzt kommt noch mal die letzte Ricotta-Schicht. Die verstreiche ich mir jetzt noch, dass auch wirklich die Nudeln ganz mit Soße dann auch oben bedeckt sind. Aber es kommt natürlich ja jetzt auch gleich noch Käse drauf. Das wäre eine Lasagne ohne Käse. Und als Käse nehme ich den Emmentaler, nussig mild. Ja, 250 Gramm. Ich habe hier noch 50 Gramm ungefähr, also bei mir 300 Gramm, aber weil es halt auf zwei aufgeteilt ist, ansonsten würde 250 bestimmt gut reichen. Und schon sind wir fertig. Ja gut, das war jetzt sicherlich ein bisschen aufwendiger, aber macht man ja auch nicht immer. Ja, der Backofen wird jetzt vorgeheizt auf 180 Grad Umluft und dann geht es für eine Dreiviertelstunde auf mittlerer Schiene und dann ist doch schon fertig. Ja, und dann wird es auch die Geschmacksprobe geben, aber da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das sowohl mein Geschmack als auch den Geschmack ja,
Der, also ich habe ja immer hier mein Essen auf Füßen. Das geht immer genau ein Haus weiter und dem wird das auch schmecken. 100 Pro. Ja, also dreiviertel Stunde in den Backofen. Also ich kann sagen, die dreiviertel Stunde hat genau gereicht. Also die Lasagneplatten sind gut durch. Also die waren ja von Anfang an weich. Also es geht nicht darum, dass sie weich werden, aber trotzdem sollen sie natürlich auch durchgaren. Ja, ich sag ja, normalerweise hätte ich das in einer Form gemacht und dann wäre die schon richtig groß. Und ich würde sagen, für 6 Leute kann das wirklich gut reichen. Ja, bei mir ist es jetzt halt etwas flacher. Man kann natürlich auch die Hälfte des Rezepts machen und würde dann eine kleinere Form nehmen, dann wäre die auch hoch. Also, ihr seid ja auch schon alle groß, ihr wisst ja, wie man das abwandeln kann. Also am Rand, ich habe hier eine Platte, da war am Rand keine Soße drauf und das ist natürlich ein bisschen hart geworden, aber man sieht, das ist alles weich hier. Und hier nochmal schön mit der Spinatschicht. Also geschmacklich absolute Empfehlung. Ja, natürlich, es hat jetzt ein bisschen mehr Arbeit gemacht, aber ich fand absolut, dass es sich gelohnt hat. Und es ist ja auch eine Riesenmenge. Ich esse auf alle Fälle 2 bis 3 Tage davon. Also meine Empfehlung an euch und ich kann euch das Rezept auch aufschreiben. Ja, und wie gesagt, natürlich auch ohne Thermomix zu machen und auch ohne Pastamaker, dann nimmt man halt fertige Pasta Blätter, Lasagne Blätter. Also viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!